Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute hier auf Mech Depot gegen einen Zerg. Und ja, es dürfte zumindest eine der letzten Folgen vor dem großen Patch sein. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, was denn hier im StarCraft-Menü steht. Wobei, die Saison soll also am 16.11. zu Ende sein. Es steht allerdings noch nicht ganz fest, ab 14.11., das dürfte ja heute sein, wenn die Folge rauskommt, für mich ist es morgen, denn ich nehme das Ganze am 13. hier auf, da soll das Ganze, glaube ich, schon Free-to-Play werden, wenn mich nicht alles täuscht. Und wann genau der neue Patch kommt, das haben sie, glaube ich, noch nicht offiziell gesagt, aber es würde sich natürlich eigentlich schon anbieten, das Ganze jetzt zu starten, wo die neue Saison beginnt. Deshalb bin ich gespannt, ob das hier eine der letzten Folgen mit dem alten Patch sein wird. Wir sind Zerg, das heißt, uns betrifft das auch schon in gewisser Weise, allerdings nicht so stark, wie es uns als Protoss betreffen würde ohne Mothership Core. Auf jeden Fall war ja letztes Wochenende eine Home Story Cup. Wir spielen mal gerade Pool First, tatsächlich. Wir werden auch gescoutet hier. Schade. So, mit 2 drauf gehen. Und da wurde ja schon mit dem neuen Patch gespielt. Und da haben wir dann schon so ein paar Erfahrungen gewonnen. Unter anderem, dass Protoss deutlich stärker ist, als ich es vermutet hätte. Muss man wirklich sagen. Also die Shield Battery ist schon stark und auch die neuen Stalker sind schon echt gut. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass dieser Stalker-Change eigentlich so ziemlich gar nichts macht, aber so kann man sich täuschen, der macht schon viel. Eigentlich ist der Schaden ja quasi gleich, aber dadurch, dass das liegt daran, dass die neuen Stalker länger brauchen zwischen den Attack-Wellen und dafür aber mehr Schaden machen jeweils in der Attack-Welle, sodass wir auf den gleichen Damage per Second Output kommen, aber ein Schuss halt mehr Schaden macht. Und das ist natürlich eher einerseits ganz schön, wenn man gegen Drops oder so vorgeht, weil dann hilft die erste Welle, um das Ganze natürlich zu One-Shotten. Allerdings auch Micro bietet das sehr, sehr viel Potenzial, denn dann kann man sich einfach wegmicron, wenn gerade das Ganze auf Cooldown ist. Man muss sich halt nur an das neue Timing gewöhnen und schon ist man doch mit den Stalkern ganz stark dabei. Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen verständlich erklären. Wahrscheinlich nicht, aber naja. Wir sehen, es gibt neue Zweilinge, die sich hier aufmachen. Um zu scouten. Wir machen das gleiche übrigens. Sind jetzt hier ein bisschen blöd aneinander vorbeigelaufen quasi. Wir stellen uns extra mal ein Stück nach vorne. Unsere Truppen werden in die Mangel genommen. So, Drohnen. Und frühes Banning Nest. Frühes Banning Nest bei meinem Gegner. Das gefällt mir nicht. Überhaupt nicht gefällt mir das. Ja, also so viel jetzt zum neuen Patch. Ich bin gespannt, ob wir das. Also in der nächsten Folge sicherlich noch nicht, aber in der übernächsten vielleicht. Ja, da wahrscheinlich auch nicht. Ich denke, ich werde jetzt bis zur Samstagsfolge im Voraus aufnehmen. Denn das muss sein, sonst schaffe ich das diese Woche nämlich nicht, Folgen zu bringen. Achso, du musst natürlich auf 1 sein. Ihr dürft alle hier nicht drauf. So, und wir werden gucken, ob wir einen Full Wall-In machen. Dazu müsste ich aber meine Overlords taktischer hinstellen. Tatsächlich erstmal hier hoch. Da kommen wir schon. Verdammt, unsere Drohnen bekommen ganz schön eins auf. Hallo. Greifer. Das gibt's doch nicht. Warum sind denn meine Einheiten manchmal so blöd? So, wir holen uns jetzt tatsächlich mal ein paar Linge zum Abwehren. Hochdrohnen.
dem Schwarmcluster ist eine neue Königin geschlüpft. Nicht genug so. Overlords. Wenn wir noch ein bisschen drohen, aber dann sicherlich auch in nicht allzu ferner Zukunft uns auf den Weg nach vorne begeben mit ein paar Roaches, denn wir werden Roaches pumpen, spätestens mit plus 2. Hier steht der Leertech, jetzt neues Gas genommen. Wählinge stehen hier rum. Da kommt der Roachron erst relativ spät. Dafür reicht die Energie nicht. Hier steht keine Dritte. Warum steht hier keine Dritte? Das macht mir Angst. Das macht mir wirklich ein wenig Angst. Hier ist nirgendwo eine Dritte. Das heißt, wir pumpen Einheiten. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gleich ein Roach Push kommen soll. Haben wir nicht gesehen? Ne, haben wir nicht. Diese Zerg sind soeben mutiert. Die Evolution hier ist gerade eben so fertig. So. Da kommt die Base. Dafür reicht die Energie. Links relativ spät. Wir brauchen mehr Over. Dafür brauchen wir da mehr kommt der Roach Push. Und Speed ist in Erforschung. Brauchen allerdings noch ein paar mehr Drohnen. Jetzt werden allerdings Roaches gepumpt. Ein Mineralien. Deine ja. Auch 1-0. Wollte nicht. So, er zieht sich zurück. Das nutzen wir, um ganz schnell die vierte anzufangen. Uns fehlt Energie. Und wir werden gleich Roaches durchdrücken. Denn wir haben gleich 2-2. Uns fehlt Energie. Das läuft ganz gut eigentlich. Wir haben ein bisschen wenig Drohnen, da können wir gleich noch ein bisschen für sorgen. Aber erstmal würde ich ganz gerne hier schon ordentlich hochroachen, denn wir haben, glaube ich, gleich die Chance, da mal anzugreifen. Dafür reicht die sollten wir nutzen fürs Erste. Bei dem Mineral. Dafür fehlt uns mehr. So. Mutation abgeschlossen. Uns fehlt Energie. Okay, einmal kurz Drohnenrunde. So, hier ein Overseer. So, und ihr seht, was ich als Follow-up vorhab. Ich möchte Investoren hinterhernehmen. So. Der Mineraliencluster gibt. Dafür brauchen wir mehr Overlords. Dafür reicht die. Sieht so aus, als hätte es der Gegner auf unseren Kriechertumor abgesehen. Nicht genug von diesen Overlords. So. Versuch, aber wir sind am Versorgungslimit. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Schön. Okay.
So, ja, das ist die Reinforcements. Aber sieht schon gut aus. Ja, Makro von Micro, aber damit haben wir es schon geschafft. Die Roach-Keule ist drüber geschwungen. Wobei die Transition da gewesen wäre. Wir hätten jetzt auf Infestoren gehen können und dann auf Fungals. Das war der Plan. Warum? Weil auch die mit dem neuen Patch besser geworden sind und ich die schon mal testen wollte. Aber naja, das ist uns jetzt nicht so ganz gelückt. Aber wir sehen, wir waren halt im Wert der Armee sehr, sehr vorne. Aus dem Grund, dass wir hier ziemlich weit vorne waren. Wir hatten deutlich mehr Worker. Hier dann zwischendurch nicht, haben wir eine kurze Pause eingelegt. Warum haben wir denn da auch was verloren? Wahrscheinlich, weil wir was gebaut haben. Anders kann es eigentlich nicht sein. Aber wir waren doch hier konstant vorne. Upgrade-technisch ist er jetzt wahrscheinlich auf 3-3 gewesen. Er hatte Defensiv-Upgrades dabei, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was ihm hier so den Vorteil bringt. Aber das ist im Roach gegen Roach-Fight gar nicht so entscheidend. Da ist einfach das Attack-Upgrade sehr, sehr wichtig. Plus 2 macht da viel aus. Deshalb war ich da auf jeden Fall fokussiert drauf. Und die Energie fürs Defensiv-Upgrade habe ich erstmal gespart, oder die Mineralien, um dafür die ein oder andere Roach mehr zu bekommen. Ja, sehr schön, das hat funktioniert. Ich hoffe, euch hat's. Okay, das funktioniert nicht. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken und rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.